Moin Moin und wo seid ihr? Ah, da. Und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist immer noch Enrico und heute schauen wir uns mal die App StreetBees an. StreetBees ist wieder eine App für Umfragen. Da heißen sie aber Geschichten. Aber das seht ihr jetzt. So, StreetBees, teilen Sie Ihre Meinung und werden Sie dafür bezahlt. Dann geht's los. Telefonnummer. Gut. Der. Okay. Interessant. Das wurde ja mal ganz schnell übersprungen. Ich habe nichts gemacht, das war die App. Habt ihr ja gesehen. Dann let's go. Also, Standort ist zwingend erforderlich, dass man die erst das einstellt, dass die wissen, wo ihr seid. Ja gut, da wo ich wohne, gibt es momentan nichts. Sehr schön. Jetzt haben wir dann mehr Kommunikationseinstellungen, SMS und Anrufe. Okay, da wirst du informiert, falls es was Neues gibt. Webseite besuchen. Englisch. Ein, zwei Videos über StreetBees und ein StreetBees Webinar. Geschäftsbedingungen. So mindestens 13 oder eine andere Altersbeschränkung je nach Land. Gut. Datenschutzrichtlinien, Source-Lizenzen öffnen, Hilfe. Okay, also Hilfe, nichts mit Hilfe. So, mittlerweile habe ich jetzt drei Geschichten abgeschlossen. Die beiden untersten, Hausprofil und ihre Haustiere, waren kostenfrei, beziehungsweise dafür kriege ich nichts. Covid-19 und ihre Gewohnheiten habe ich gerade abgeschlossen und ist jetzt zur Überprüfung erstmal übermittelt worden. Und dann schauen wir mal. 60 Cent für eine Umfrage von 9 Minuten ist schon wirklich gut. Kommen wir zum Fazit, dem momentanen Fazit. Bis jetzt gefällt mir die App sehr gut. Sie ist sehr gut aufgeräumt, gut strukturiert. Da heißen sie natürlich nicht Umfragen bei StreetBees, sondern Geschichten. Was ich sehr gut finde, ist, dass die Umfragen nicht so schlicht und monoton sind, sondern dass sie sich wirklich Gedanken gemacht haben und dass das wie so ein Chat ist, wie bei WhatsApp, ne? Und das finde ich zum Beispiel eine super Sache. Da ist man entspannter dabei zum Beantworten der Fragen und so weiter. Und ja, ich bin ja mal gespannt. 60 Cent sind gerade bei der Überprüfung. Bis jetzt von mir 4 von 5 Sterne. Die 5 von 5 gibt es dann, wenn das so weiter gut läuft und wenn das Geld auch übermittelt wird und auch ausbezahlt wird. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Lasst auch gerne eure Meinung da. Und abonniert den Kanal. Und abonniert den Kanal. Und abonniert den Kanal. Dann sieht es sehr gut aus. Macht's gut.